Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Avorion. Neue Aufnahmesession und somit eine neue Folge. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Hallöchen, Minjas. Hallo Internet. Hallo Internet. Schön, Sie begrüßen zu dürfen. Ja, ja. Ich hoffe, das passt mit dem Pegel so. Ich habe meinen Rechner derweil ja zweimal neu gemacht. Vor der letzten Aufnahme dieser. Ach, Ryzen CPU. Naja. Das hätte ja sein können. War nichts gewesen, sagst du, ne? Sagen wir mal so, ich habe jetzt gesehen, dass, genau, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mich probiert an einem AMD Ryzen CPU, dachte, das wäre der Ersatz für meine jetzige CPU, mein Intel 4790. Und es war eine Katastrophe, was Spiele und Aufnehmen und so weiter anging. Und es kommen natürlich jetzt immer wieder Updates. Ich habe jetzt gerade gesehen, für das Board, für das Gigabyte-Board, was ich da hatte, gab es irgendwie jetzt schon wieder drei neue Updates oder zwei neue Updates. Und das mag echt sein, ja, dass es optimiert wird. Aber da das Ersatz zu meinem Hauptrechner ist, habe ich da auch nicht die Zeit auszuprobieren, ne? Oder irgendwie rumzuexperimentieren. Von daher. Egal. Sehr interessant, sehr interessant auch für mich, dass das leider ja noch nicht wird, weil ich habe auch gegensätzliche Videos gefunden. Aber das waren Werbevideos, weißt du? So, die gesagt haben: Mensch, hier, guck mal, Alter, guck mal, was der kann. Oh, was der kann. Was der kann. Kann er nicht. Also kann er noch nicht so wie beschrieben, vielleicht. Wieso sagt er, ich wäre beschädigt, wenn ich unten was abbaue? Ich wollte meinen Sack gerade entfernen. Oder, weiß nicht, wie sieht's, bist du denn tatsächlich nicht beschädigt? Also, wenn ich den Sack dran habe, nein. Wenn ich den Sack entferne, ach, mach ich du hast den abgebaut, nein, das kann sein, dass das als beschädigt zählt, ist aber nicht schlimm. Ah, und sobald ich einmal drin bin, geht's raus, alles klar. Okay, cool. Genau. So, meine kleine Flunder, wa? Der hat ja Bremsschub, ich wollte mal gucken, 28,3 und Schub 34, ist eigentlich gar nicht so schlecht, der Bremsschub. Wie viel hat er? 28,3 und einen Schub von 34. Gut, ich habe einen Schub von 45 und einen Gegenschub von 22. Ich muss aber auch hart nachbessern gerade, weil ich hier sehr viel Masse angebracht habe. Gibt es eigentlich auch dreieckige Korrektur? Nein, gibt es nicht. Warum? Nee, leider nicht. Nee. Ja, wir haben heute Mittwoch, den 8.3. und morgen wird der Livestream sein. Die Folge, wenn ihr die seht, das kommt, dürfte der Freitag. Tag nach dem Livestream sein. Genau. Mal gucken, vielleicht fahre ich den auf YouTube mit raus und irgendwie so in der Art. Ich bin sehr gespannt. Wir werden uns über Fraktionen unterhalten und mein Zukunfts-Ich weiß dann schon ein bisschen mehr. Da bin ich ja gespannt, mit deinem Zukunfts-Ich zu reden, nur. Ja, ja. Ich bin ja sehr gespannt. So, was wollte ich denn ausbauen? Weißt du es noch? Nee. Ich habe erst ausgebaut. Ich habe den Sack abgebaut und ich muss mal diesen Klumpen so ein bisschen. Ich baue nochmal einen schönen Höhlengenerator ran hier. Also was mir aufgefallen ist, das Drehen, also das Neigen vom Schiff und so weiter, also die Wendigkeit, die müsste ich erhöhen. Dazu müsste ich an die Außenspitzen irgendwie Steuerdüsen setzen, wa? Dazu müsstest du an die Außen. Ja, richtig, ja. Okay. Dann würde ich mal die Kamera abdecken. Also derzeit kann man so noch abdecken. Ich bin mal gespannt, was das Update dazu sagt. Ich bin auch gespannt, was dann, ja genau, wie danach aussieht. So, jetzt muss ich mal gucken. Aha. Okay, ich werde das mal so setzen. Wobei, habe ich eigentlich seitlich Düsen? Ach, die waren dahinter, ne? Ja. Okay, dann machen wir das anders. Setze ich die mal hier ran. Naja, super. Einmal rückgängig, bitte einmal spiegeln an. Ja, wir machen ja mal in dieser Folge ein bisschen ausbauen. Fleischhammer ist hart am Bauen. Ich bin sehr eifersüchtig. Danke. Also einmal überhaupt aus Fleischhammers Ausstattung. Ne? Also gut, das weiß jetzt niemand. Wir sind ja nicht. Es geht auch keinem was an. Also das, nee. Nicht? Manche fürchten sich davor. Ja, soll es geben, ja. Aber wenn sie erstmal. Na gut, lassen wir das. So. Das lassen wir jetzt mal wirklich. Lass mal einfach mal so stehen. Okay. Ja, schwierig, Alter. Ganz tolle schwierig. Also, du machst es doch nie leicht für mich, weißt du so? Nee. Die Frau Fleischhammer ist auch schon mal total amused. Moment, was meint denn? Also wie war das nicht denn? Sag mal, wie ist denn dein Pitch und dein Rollen? Ja, genau. Pitch ist 2 Rad und Rollen 1,3.
2 und 1,3. Ist das viel? Ich habe, ja, ist viel im Gegensatz zu mir. Ich habe 0,58 und 0,56. Und wie ist Jaw? Jaw wird ja wahrscheinlich... Warte mal, ah, das Rollen wird aber durch die... Die Links-Rechts-Bewegung. Was ist ein Pitch? Das ist hoch und runter, ne? Oben und unten. Oh. Ja, ja, okay, dann ich habe jetzt durch diese flachen Düsen, wieso verändert sich das nicht? Ich habe jetzt auf die Tragflächen, siehst du das von außen? Ne, du bist auch im Bauen, wo bist du denn überhaupt? Ich bin in der Nähe, ja, ich sehe. Also ich habe auf die Tragflächen, habe ich so zwei Klötze gebaut, aber dadurch wird das Rollen eigentlich nicht wesentlich stärker. Warte mal, ich gehe nochmal so zurück und setze das mal außen dran. Macht das was aus? 1,32, ne. Das macht gar nicht so viel aus, also... Ja, du hast doch jetzt nicht wirklich ein großes Außen. Setz doch mal einen richtig schönen Flügel daran. Achso, du meinst jetzt, okay, also baust du das aus Dings, aus Panzer? Ich baue das schon aus Panzer, ja. Und aus was? Aber erst im Moment noch aus... Aus Titan, aktuell Titan, ja. Gut, einen richtig schönen Flügel. Also, baust du da in Dreiecken oder was? Ah, warte mal, ich habe, glaube ich, was ich bauen kann. Bin noch so ein bisschen... Bauen dann drei. Ja, ja, ja. Ich baue erst, also du könntest sozusagen den unteren Flügel. Ja, unten lassen, oder? Die Form sozusagen, die Länge könntest du machen mit einem einfach viereckigen Block und oben und an der Seite setzt du den schrägen ran. So ein Dreieck. Kriegst einen schönen Flügel. Nochmal was? Den unteren? Das ist okay. Ja, den unteren. Achso, nee. Wenn du jetzt, schwer zu erklären. Einfach jetzt nur ein Dreieck nehmen, ist irgendwie doof. Deswegen nehme ich immer ein Viereck und setze oben und an der Seite dann ein Dreieck ran. Verstehst du? Mhm, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich kann dir, ich vermute, was auf, ich baue mal und du. Ja, genau, sehen. Ja, okay, cool. Warte mal, da, so. Und ich das vermute, ist ein bisschen kürzer. Ich baue mal. Und ich setze den mal, setze ich den oben oder unten dran? Ich glaube, ich setze ihn oben unter die Decke sozusagen. Aber relativ dünn, oder? Ja, ich würde die Breite nehmen, tatsächlich. Echt? Die Hälfte der Breite? Die Hälfte. Und dann die Mitte setzen? Ja, klar, dass ein bisschen Kanten reinkommen. Warum schön nicht? Mittig, ja. So, und dann außen, da. Und da von der Länge. So. So, ich baue mal was. Das ist das Erste. Oh, komm, gib mal ein bisschen Gas da. Bisschen mehr. Okay. Oder ein bisschen länger. Ja, ja, okay. Ja, ja, pass auf. Geh mal ein bisschen Gas da, du. Ja, ja, so. So, machen wir so. So, zack. So. Und jetzt ein Dreieck. Da. Es ist jetzt aber nicht wirklich viel mehr, ne? Ich trage doch mal einen richtig, zieh doch mal so mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so lang. Du bist doch auch. Einfach mal das Wagen, ne? Also, mache. Geh wieder zu nah ans Mikrofon. Ich bin nachher bin ich wieder super laut. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. So, aber ich würde es trotzdem oben dran setzen, weil dann könnte ich unten runter noch mit Dings arbeiten. Obwohl ein bisschen Abstand. Ja, passt schon. So. Na gut, die Richtung stimmt. Und jetzt machen wir ja noch ein Dreieck und dann außen noch ein Dreieck. Also wird. Aber es müsste dicker sein, oder? Was meinst du? Kannst du noch nach hinten ausformen? Ich würde jetzt vorne, also oben ruf, in Flugrichtung quasi diese Dreieck aufsetzen. Und zwar einen Block angleichen und dann den Block, den unteren Flügel als Block nehmen. Ja, und dann, ja, ich sehe schon. Ich müsste das nur. Ich müsste das nur. Moment mal. Ja. So, ich muss halten. Nee, du musst. Nimmst du ein Dreieck? Und dann spitz nach vorne, oder wie? Spitz nicht nach vorne? Na ja, gut, nach vorne. Der formt sich dann schon da in die richtige Richtung. Normal. Ah, ich probiere mal was. Nee, das geht nicht. Aber das Dreieck, was ich jetzt hab, warte mal, das muss. Ah ja, ich weiß, was falsch ist. Das hier. So, und. Zack. Sieht noch nicht. Naja, warte, ist noch nicht gebaut. Jetzt. Zack. Okay, und jetzt außen noch, ne? Genau. Außen.
nicht genau das gleiche wie das, was du jetzt schon reingesetzt hast, sondern so ein bisschen abgeschrägter oder abgeflachter. Naja, ja. Und man könnte das also angleichen, geht nicht, dann kann ich auch hinten noch was dran machen, so. Warum ist das eigentlich so grau? Was habe ich hier genommen? Eisen. Eisen? Kannst du umwandeln. Kann wieder. Ich ja wandeln, ne? Ja. Ich habe mich schon eine ganze Sekunde, warum das so anders aussieht. Eton. Brody. Blöcke wandeln, verschmelzen. Transformieren. Transformieren zur Panzerung. Titanpanzerung. Hä? Panzer. Hat er gewandelt? Titanpanzerung, hä? Wie sieht es immer noch? Ach doch, eine leicht andere Farbe hat's. Ja, ist ein komisch bisschen aus. Silber, ne? Ja. Das Dreieck. Titan. Ah, jetzt. Okay. Ja, jetzt haben wir Panzerung. Ich überlege gerade, ob ich oben noch was draufsetze. Weißt du, dass der Flügel so ein bisschen sich angleicht? Ja, oben kannst noch, du auch oben machen. Oben. Dazu gibt es diese. Wie nennt sich das? Reflexionsecke, ist ja Quatsch. Panzerte Ecke. Nee, die Torngepanzerte Ecke. Genau, gepanzerte Ecke, aber da gibt's einmal gepanzerte Kante. Achso, es gibt eine gepanzerte Kante und zwei gepanzerte Ecken. Muss man ein bisschen rumspielen. Ich glaube, die erste nach der Kante funktioniert gut in dem Fall. Oh, guck mal hier. So. Ja, nice. Da siehst du, guck mal, die Richtung stimmt. Das Schöne ist, das reicht alles so schön an. Das sieht doch schon nach was aus, oder was? Ja, kann man jetzt nicht meckern. Komm mal schnuppern. Nee, das ist falsch. Irgendwie habe ich gerade Mist gebaut. Wenn du wieder zurückbaust, übrigens nicht auf den Zurückknopf, lass es doch, das sieht doch gut aus. Ja, ich wollte da hinten noch was dran machen, so. Ja. Aber. Oder unten. Ich könnte mal unten was dran setzen. Bin übrigens ein Romulaner. Nicht eine Remoulade, sondern. Ja. Ja, verstehe. Gut, und jetzt da die Steuerdüsen drauf, was meinst du? Ich will jetzt auch mal ein bisschen weiterspielen, ne? Weil ich will kannst nicht ganz machen. Nee, du. Kannst da jetzt, die Steuerdüsen draufsetzen, ja. Wieder vergessen. Die könnte ich zum Beispiel hinten reinsetzen, dann wäre die Kante nicht so schlimm. Dann muss ich aber angleichen, ausmachen. Ah, warte mal. Zurück. So, jetzt. Klötzchen. Nee, Vierge-Klotz. Da. Ach, schade. Wir müssen übrigens, das geht nicht. Wie in den Kommentaren beschrieben, wir müssen mal eine Forschungsstation finden. Ja. Können wir nämlich ein paar schöne Sachen machen. Schöne Sachen erstellen. Oh, ich habe gerade eine Mille gemacht. What? Was hast du gemacht? Eine Mille. Mit was? Mit hier dem Verkauf von meinem Geschützturm und so Zeug hier. Die Upgrades. So viel. Ich verkaufe eigentlich immer alles, was weiß ist. Und alles, was ich sowieso nicht einbaue. Schildbooster behalten wir noch. So. Im Prinzip kann man doch alles aus Eisen jetzt verkaufen, weil wir wollen ja eh in eine andere Richtung. Wir wollen ja tiefer ins Universum. Ich habe übrigens was Schönes gefunden, da können wir vielleicht zum Ende der Folge gleich nochmal hin. Mhm. Und zwar habe ich ein Wurmloch sozusagen gefunden. Was uns näher in die Mitte katapultiert. Schade, dass wir nicht. Ach komm. Jawohl! Sieht dann aggressiv aus. Ja, wo mag ich das? Wo mag ich das? So, jetzt müssen wir hier vorne rein. Dann kriegen wir was verkaufen. Raumjäger können wir hier kaufen. Schwarzbad Upgrades. Oh, der hat ein Geschützkontrollsystem-Upgrade. Zweimal.
Guck dir das mal an, jetzt sieht es gut aus. So, Rollen, Pitchen, keine Ahnung. Na, es könnte, warte mal. Es könnte auch noch breiter. Are you hot or what? Ja, du. So, egal, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich finde, auf jeden Fall hat es schon mal was Jägerartiges. Gut. Baumodus aus. Ich guck mal ganz kurz P im Schiffmodus, ob ich noch. Ich wurde ja hart angeschrien, weil ich Upgrades nicht gesehen habe und alles. Das ist immer schwierig. Oh, ja, man so, schon anstrengend beruhigt. Also, ne? Naja, wirklich. Gut, nee, lass mal so. Bei 100.000 muss man auch ein bisschen Gameplay zeigen, nicht? Ja. So. Und, das hat Fleischer mal gesagt. Hast ihn. Ich schreib dir mal mit dem Chat nur, dass du. Ah, du hast was bemalt, ne? Hast du die Außendinger bemalt oder was ist das? Das sind Leuchtblöcke, ich wollte die mal ausprobieren. Die sind natürlich ganz schnell weg, aber. Okay, verstehe. Ich hab dir was in den Chat geschrieben. Klick mal rauf, markier mal, nur dass wir da. Oh, what? Tut mir leid! Die Beziehungen zu sind schlechter. Ja, sind schlechter. Danke. Ey, ich muss da nochmal mit. Was mit der Steuerung machen, so gut ist dann egal. Brauch noch ein paar Mechaniker, ansonsten bin ich gut dabei. Achso, ich hab. Nicht in meine Richtung, bitte. Danke. Ich überlege gerade, habe ich auf der 2? Ah, das sind die Dinger über Hützen. Alles klar, ich hatte die separat geschaltet. Ich bin da. So, sollen wir da hinspringen, oder was? Oder wie, oder wo? Ja, da würden wir gerne hinspringen, denn da ist ein, wie gesagt, da ist ein Wurmloch. Mhm. Oh Gott, ich habe alt verkauft, weil ich irgendwie zum Schießen hätte. Du bist ja auch ein geiler Typ, echt, Fleisch, aber ohne Witz. So, ich bin in, ach, du wolltest verkaufen da drüben, ne? Hast du ja nicht gesagt? Hast du gesagt und ich habe nicht zugehört. Oh, hier ist ein fieser Sektor und hier sind Gegner. Ja, okay. Du bist schon unterwegs dahin, oder? Bin schon dahin gesprungen. Wo ist denn du das bist dahin? Was? Okay, warte, komm. Ja, komm mal, ich verkaufe woanders, ist egal. Wie? Ja, du hast doch verkauft, ne? Nein, habe ich nicht. Das ist egal. Wie, was hast du nicht verkauft? Ich habe nicht verkauft. Du hast wie viel Geld? 400. Nein, dann ist doch natürlich. Ja, nee, lass mal die hier. Wobei, ich brauch die Kohle. Die haben unter Umständen ein paar. Die schießen dir. Die können schießen, das ist mir ja. 71 Omikron. Das ist wieder Leichenschändung, es tut mir leid. Das ist schon witzig. Oh, sorry. Leicht vorhalten und schon. Löst. Oh, ah, fuck. Na, das war ja gut. Schlimme ist, wenn der erstmal ein gewisses Schutzschild hat. Also, ich habe jetzt ein Schutzschild von knapp 10.000. Halt gerade. Fertig gemacht. So. Schön Nanoid-Block. Da ist übrigens ein riesen Nanoid-Block drin. Okay, wo ist noch einer? Nee, das war. Nee, ich habe noch einen markiert irgendwo. Aua. Ah, ich werde beschossen. Unter mir, da ist er doch. Ach, da ist ein Bergfrosch. Wenn meine Schüsse da einschlagen, reibt es den voll rum. Der Feierabend. Gut, nehmen wir den Nanolith-Block mit? Ja. Lass uns mal da, kurz andocken. So, hier haben noch Sachen geschweben. Schwibbald? Schwibbald. Ja, das Problem war, an meinem Verkaufswaren war. Ja. Ach, hier ist noch was für dich irgendwie. Ja, hier sind noch 2 für dich. Moment. Was bist du denn für? Also, du bist mich jetzt. Was bist du für ein Ding? Ach, du bist gar nicht gewohnt, gell? Das ist so geil aussehen. Nee, so geil sehe ich nicht aus. Also, unter den Flügeln. Wo ist denn hier? Hier ist ein riesen Nanoid-Block in diesem Sektor. Ich hab ihn doch gesehen. Asteroid. Nee, was? Nee, ein Riesen. Riesen. Muss hier irgendwo rumschwurbeln. Wie wird dir der angezeigt? Ich war hier schon. Achso, hier hinter ist einer. Hinter uns. Mit 5.000. Ja, oder ist das zu wenig? Nee, irgendwas mit 200.000. Echt? Ja. Der Hammer. Da könnten wir alles aus Nanonit bauen. Nanonit. I need. Nanonit. I need Nanonit. Was auf. Kann ich dir nicht sagen gerade. Der muss hier auf jeden Fall rum oxidieren. Wann hast du das entdeckt? Beim letzten Mal schon? Nee, jetzt gerade eben. In der Zeit, in der du diese Ankündigung machen musstest. Ah, Entwicklerstream, ja. Den könntest du jetzt gleich nochmal bewerben. Nee, das ist ja dann vorbei. Das ist schon vorbei. Ist. Ja. Und ich hoffe, auch euren Zukunfts-Ichs hat's gefallen. Öffnen. Bam. Sehr gut. Oh, Waffen. Sehr gut. Abfrag, Bolter.
Dreifache Maschinen. Laser. Ich will noch keine Laser. Und Bergbau. Oh, gut. Puh. Und ich dachte schon. Sag jetzt mal, ich bin verloren. Du fliegst mit mir im Weltall rum, also. Ah. Bin verloren. Ich habe wieder so aktuell so ein logistisches Problem, was YouTube angeht, muss ich sagen. Ist mir wieder die Tage aufgefallen. Und zwar? Ich habe mir mal so ein eigenes Ziel gesetzt, nur 3 Projekte gleichzeitig, ne? Und es kommt zu viel geiler Scheiß, wo ich Bock drauf habe. Was kommt denn jetzt so alles? Was ich. Ich hatte mit dir Bock, zum Beispiel Hellions zu machen. Ja. Forest Alien, Village, ja. Life is Feudal Forest Village ist jetzt das große Update gekommen. Hatte ich auch Bock drauf. Mir fehlt einfach die Zeit. Also, wenn ich bei meinem persönlichen Versprechen bleibe, nur 3 Projekte zu machen, haut das nicht hin, weil Conan ist noch dazwischen. Ja. Ja, das ist natürlich, Conan auch fehlt noch. Einfach ja, was die Zeit, dazu? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte letztens überlegt, Pläne, das kann ich jetzt so sagen, weil wir jetzt unter uns sind. Oh. Ich hatte Pläne, nur noch YouTube über Twitch zu machen. Nur noch YouTube über Twitch? Also, auf Twitch die Folgen für YouTube aufzunehmen. Also nicht in Form, dass ich Livestreams hochlade, sondern dass ich halt die Folgen oder den Inhalt, also dieses Live-Let's Play, wie es zum Beispiel bei Oxygen und Included, dass ich das nur noch live mache. Aber das würde auch bedeuten, dass ja gut, dann fällt ja Conan und so oder überhaupt so ja, Projekte bedingt, fallen ja dann fast weg. Ja, ist halt die Frage, wenn man die nicht live macht. Sag mal, rein inhalttechnisch, also wir sind ja jetzt alle Leute, die nicht wirklich irgendwie großartig aufnehmen, zusammenschneiden, aufwendig und so ein Kram, wo man dann async wäre. Also man könnte das machen. Wolves, ja? Tule und Wolves. Ja, natürlich, das ist natürlich. Ist da stellenweise anders. Da wird viel Schnitt. Da kam das letzte Mal auch tatsächlich das erste Mal Outtakes mit drin. Ja. Oh mein Gott. Also für die nicht Tule und Wolves kennen, das ist diese fantastische und aus Funk und Fernsehen. Leid. Ja, so. Naja, wir hätten fast den Webvideopreis nominiert. Ja, habe ich denn schon gehört. Wir wurden eingereicht. Nachdem Behind abgesagt hat. Und Behind hat gesagt, warum macht man nicht mal auch so Leute wie Tulo und Wolves? So hätte ich eigentlich so rüber, so ganz schlecht rüber synchronisieren. Tulo und Wolves. Eine kleine Gruppe von Angriffsschiffen ist aufgetaucht. Wieso Paluten, der doch einfach nur so dumm durch die Welt läuft. Und dafür kriegt dann wieder Videopreis. Ah. Oder die Nominierung. Naja, ist egal. Und sonst? Aber Heidi Klum ist auch nominiert. Also. Ja, die hat richtig, die macht richtig gut Webvideo. Komm, wir holen uns jetzt zum Abschluss der Folge, wird halt ein bisschen länger. Wir holen uns jetzt da hinten die Links. Die was? Die Piraten. Die Piraten? Ah ja, tatsächlich. Hat die direkt verpasst. Oh. Du bist doch daneben dran, oder? Nee, du bist ein Astronaut. Wow, 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 wow! Voll am Trudeln. Okay, komm. Alles gut, nichts passiert. So, wie weit ist denn der entfernt? Hier ist aber. 322 Omikron. Oh oh. Das sind doch nicht Piraten, das sind Xotan. Na. Komme. Komme. Oh, du musst jetzt aber auch echt aufpassen mit 322 Omikron. Ja, pass auf, dass du, ganz wichtig ist, dass du nicht gegen irgendwelche Asteroiden fließt. Das ist mir noch nie passiert. Also das ist auch eine Lüge. Sollen wir erstmal eins zusammennehmen, ha? Huh? Ja, ich hab hier den schon fast weg. Der ist gleich weg. Bam. Und dann der andere. Dann, oh, der kriegt schön. Er hat zwar Feuerkraft, aber hält nichts aus. Zu mir, ich halt nichts aus und hab Feuerkraft. Nee, andersrum. Nein, was ist der andere, der fehlt? Der ist hier. Guter Ding. Also ich bin irgendwie nicht gut lenkbar. Ich bin mir so ein fettes Ding, wie mal ein Leben. Schwarze Leck. Du bist einfach nur groß. Ja, und dick. Fast schon riesig. Das ist doch wohl klar, dass sich so ein Körper schwer bewegen lässt. Das hat was von Träger du der Masse. Du bist so süß. Ist doch. Ich würde dir fast einen Heiratsantrag machen, wenn es gehen würde. Es geht. Wir sind in einem liberalen Staat. Das ist in Ordnung. Bei uns darf man sowas. Wir müssen noch mit Serendipity noch sprechen. Wir sind nicht in Russland. Also und der Frau Fleischer mal, ob die da was dagegen hat. Wir haben doch jetzt hier die. Wie, da will schon Monogamie. Wir politisch werden. Wieso?
Wir sind doch. Ich habe ein Eternal Chocolate eingesammelt. Das ist eine Farbe gewesen. Ja, das ist eine Farbe, richtig. Eternal Chocolate. Das passt gerade. I like it. Eternal Chocolate. Ah, ich brauche mehr Kanoniere. The fuck. Ah. Like irgendwas? Nee. Tja, ihr Lieben, während Fleischhammer. Ich Gegenschub. Sag mal, ich stopp nicht. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Was hast du denn jetzt, Bremsschub? Keine Ahnung. Eigentlich okay. Fast so viel wie Schub. Oder bauen? Ich weiß auch gar nicht, wo ich den Bremsschub eingebaut habe. Aber ich werde mich gleich nochmal drum kümmern. Also wir sehen das in der nächsten Folge wieder, wenn Minjas Bremsschub verbaut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.